Hi, heute soll es mal um ein neues Stativ gehen, und zwar ist das von der Firma Small Rig und es geht um ein Videostativ heute. Also, das ganze Stativ kommt in einer schönen Tasche, um sie gut zu transportieren, und was mich ja gleich mal positiv überrascht hat, dass der Kopf noch mal extra geschützt ist mit so einer kleinen Tasche hier. Das ist schon mal sehr schön. So, weiter sind hier die Beine für den Transport mit so kleinen Plastik-Nupsis gesichert. Das heißt, wenn ich das dann umher trage, dass mir die nicht gleich auseinanderklappen. So, die kann man dann aufmachen. 1, 2, 3. Und ich kann es mir gleich schön mit dieser Spinne hinstellen. Ja, und jetzt nicht wundern, dass die Kamera so weit hinten steht. Ich musste nur mal, um dieses Stativ in seiner vollen Größe drauf zu kriegen, die kurz mal nach hinten versetzen, weil das Ding ist wirklich, wirklich groß. Natürlich, wie ihr es von Videostativen kennt, da hier den Arm, um das Ganze hin und her zu schwenken. Also das Ganze hat beim Schwenk so einen kleinen Widerstand, den kann man jetzt hier in dem Fall nicht einstellen. Aber ich muss sagen, das Ding kostet 169 Euro. Da hat mein Frotto Fluid Kopf weit mehr gekostet als dieses komplette Stativ. Und ich finde, es hat wirklich eine gute Qualität. Hier ist dann noch der zum Entriegeln, zum Hochstellen. Also man kann es wirklich 90 Grad nach unten stellen und nicht ganz 90 nach oben. Ich weiß gar nicht, wie viel sind jetzt so. Der Widerstand ist angenehm, also ich glaube, da kann man schöne Schwenks mitmachen. Ich sehe jetzt gerade, das ist schon ein bisschen schief. Könnt ihr unten, indem ihr die Schraube löst, könnt ihr euch den Kopf nochmal ausrichten. Wenn das Stativ jetzt irgendwie ein bisschen schief stehen sollte auf dem Untergrund, kann man in gewissen Rahmen das hier noch ausgleichen und kann es dann natürlich auch wieder da feststellen, wo man es haben möchte. Ja, zur Schnellwechselplatte, wie bei den meisten Videostativen, ich kann sie hier lösen. Erstmal kann sie nicht rausrutschen hier oben, da muss ich noch diesen Hebel zusätzlich betätigen, um sie dann rauszubekommen, dass die Kamera halt nicht abfällt, einfach so. Kann es dann wieder arretieren. Ich habe hier eine Schraube für die kleinen Gewinde, was sind das, 1/4 Zoll oder so. Und ich kann natürlich auch die Schraube tauschen. Und wenn man sich jetzt fragt, wo ich diese Schraube herkriege, die hat Small Rig gleich hier unten rein verbaut. Also ich kann die hier reinschrauben, wieder rausmachen und dann wechseln. Auf jeden Fall habe ich sie immer dabei. Das sind ja so diese Kleinigkeiten, die ich bei Small Rig wirklich, wirklich mag. Ja, falls ihr euch jetzt wundert, wieso ich meinen Ronin da stehen habe, kann mir nämlich ganz einfach, wenn ich unterwegs bin und filme halt mit Stativ und mit Gimbal, kann ich mir einfach die Kamera, die hier auf die Schnellwechselplatte des Ronin ist, kann hier umschalten. Hier steht jetzt noch für RS2, funktioniert aber auch mit der RS3-Platte natürlich. Und kann mir die hier ganz schnell einbauen. So muss ich nicht immer die Platte wechseln. Ich finde das ein super Feature, gerade wenn man halt ja, bestimmte Filmprojekte hat, muss man da nicht immer hin und her Platte wechseln und so weiter, sondern kann einfach zwischen Stativ und Gimbal tauschen. Super cool. Falls ihr euch noch fragt, wie man die Schraube schnell wechseln soll, ich glaube von 1/4 auf 3/8, weil die ist ja hier unten verschraubt. Small Rig hat natürlich einen kleinen Inbus wieder verbaut, damit ich mir diese Schraube schnell hier lösen. Die kleine rein, große raus. Perfekt, wie bei den anderen Small Rig Sachen auch, hat man sein Werkzeug eigentlich immer dabei, was man haben muss. Das Stativ hat hier auch noch ein Gewinde, wo man sich dann so einen Magic Arm oder irgendwie einen Flex Arm, irgendwas dran bauen kann, wenn man noch Mikrofone oder Monitore oder was auch immer an Zubehör verwenden möchte. Mein Fazit, also man bekommt ja wirklich für kleines Geld klasse Stativ, 169 Euro, perfekt
klar, bei meinem Frotto, bei den Fluid-Köpfen kann man noch den Widerstand einstellen, wenn man schwenken will. Aber da kostet dieser Kopf alleine schon mehr als dieses ganze Stativ. Und ich glaube, dass das für die allermeisten Sachen ausreicht. Ich bin voll zufrieden. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Ich werde euch immer mal wieder mitnehmen, wenn ich es mal im praktischen Einsatz habe. Also, wenn ihr noch Fragen habt, gerne mailen. Macht's gut. Tschüss.